Hallo und heute habe ich wieder ein Interview für euch und heute ist es für mich tatsächlich ein ganz besonderes. Ich habe Sandra Weber eingeladen und Sandra ist die Entwicklerin von Teki. Und wer mich und meine Arbeit schon ein bisschen verfolgt und den Podcast ein bisschen verfolgt, weiß, dass ich mit dieser, ja, ich bin gespannt, wie Sandra es nennt, Bewusstseinsmethode, Energiearbeit, wirklich jetzt selber auch schon seit 2 Jahren arbeite. Und jetzt mit Sandra da mal reinzugehen, wie die Geschichte von Teki ist, wie sie es versteht, warum sie es entwickelt hat, was es ist und was es kann, darauf freue ich mich unglaublich. Sandra ist außerdem die Gründerin der Teki Academy. Da kann man das also alles lernen, wie das geht. Sie ist natürlich Bewusstseinstrainerin, außerdem auch Autorin, hat also auch Bücher geschrieben über Teki und eine Podcast-Kollegin ist sie auch noch. Also, sie hat viel zum Thema Teki zu sagen und wir steigen jetzt einfach ein. Sandra, ich freue mich total, dass du dir heute die Zeit nimmst, uns zu erzählen, was Teki ist und wie es Müttern im Familienalltag helfen kann. Und so gerne bin ich da. Es ist eine wirklich vielen, vielen Dank für die Einladung. Und ich freue mich ganz besonders auch auf dieses Gespräch, eben weil du selbst schon Teki machst und dadurch natürlich dieses Gespräch auch nochmal, ja, viel mehr in die Tiefe gehen kann und von dir auch abgerundet werden kann. Das ist wirklich schön. Also in erster Linie möchte ich gleich mal sagen, ich werde natürlich immer mit all dem Beruflichen in Anführungszeichen vorgestellt, mit all den Titeln, die man da so sich aneignet. Und in erster Linie bin ich aber einfach Mensch. Ja, ich bin inkarniertes Energiewesen, das hier als Mensch seine Erfahrungen macht, genauso wie wir alle. Und ich bin auch Mutter von 2 Kindern und habe auch einen relativ normalen Alltag, trotz all der Spiritualität. Helfen einem die Kinder doch auch sehr nah bei der Erde zu bleiben. Und ja, Dinge natürlich immer, sicher sehe ich manche Dinge mit diesem Hintergrund auch bei den Kindern, aber ich bemühe mich auch sehr oft von den Kindern zu lernen und in die Welt der Kinder einzutauchen und nicht zu glauben, dass ich es besser weiß als die Kinder. Und das finde ich schon mal ganz wichtig, wenn wir in dieses Gespräch jetzt einsteigen, bei all den Titeln, ich bin Mutter, ich bin Mensch und ich lerne auch noch. Super, ja. Ja. Vielen, vielen Dank. Das wollte ich jetzt nämlich auch sozusagen gleich am Anfang nochmal ergänzen. Genau, du bist Mutter. Verrätst du uns, wie alt deine Kinder sind? Ja, die sind 7 und 11. Ach ja, das ist ja so ähnlich wie meine Jungs-Altersgruppe. Ja, toll. Genau. Und da hast du auch schon ein bisschen was erzählt zu meiner normalerweise immer die Eingangsfrage. Die ist nämlich einfach, erzähl mal ein bisschen was über dich. Wer bist du und was machst du heute ganz genau? Jetzt wissen wir schon, du bist Mutter und Mensch. Und ja, aber vielleicht magst du einfach noch ein paar Worte ergänzen. Ja, du hast ja nach der Entstehungsgeschichte auch gefragt, wie bin ich zu Teki gekommen? Bei mir war es einfach so, ich war als Kind schon sehr, ich sag mal, speziell wahrnehmend. Also ich hatte diese synästhetische Wahrnehmung, das heißt, du hörst einen Ton und du fühlst ihn auch oder du siehst Zahlen in einer Form, in Farben, in Kombinationen und rechnest dann auch auf eine andere Art und Weise. Also ich habe so ein paar Dinge mitgebracht, die Erwachsenen um mich herum gar nicht verstanden haben. Also da war niemand dabei, der sich jetzt irgendwie mit sowas beschäftigt hätte und hätte sagen können, was das ist. Ich weiß das alles erst rückblickend, was ich da eigentlich alles hatte, was dann gar nicht gefördert wurde. Und dann lernt man irgendwann, ich kann da mit niemandem drüber reden oder die anderen scheinen das nicht wahrzunehmen. Ich habe auch in meinem Zimmer immer, ich will nicht sagen Menschen wahrgenommen, aber ja, Wesen und immer Träume gehabt, die dann oft auch am nächsten Tag sich irgendwie wieder gezeigt haben in der Realität. Also da war sehr vieles, wo ich heute sage, das haben wahrscheinlich ganz, ganz viele Kinder, die dann nicht drüber reden können, weil sie gar nicht wissen, wie soll ich das ausdrücken. Also ein Kind hat einfach oft dieses Potenzial noch gar nicht zu sagen, sag mal, also ich nehme da was wahr, seht ihr das nicht? Merkt ihr das denn nicht? Oder Mama, wieso lügst denn du jetzt? Du hast doch vorhin gesagt, du magst die Nachbarin nicht und jetzt tust du der so freundlich ins Gesicht. Ja? Solche Dinge sind mir immer aufgefallen und da redet man aber irgendwie nicht drüber und das hat mich schon sehr geprägt alles und dann habe ich in der Jugend gelernt, das eher wegzudrücken
Um auch Darf ich mal kurz anhängen? Wann ist dir das denn so bewusst geworden, dass du da was anderes wahrnimmst? Weil das, glaube ich, ist ja als Kind schwer, das wirklich mal zu bemerken überhaupt, dass es irgendwie anders ist als das, was andere Kinder oder die Erwachsenen wahrnehmen. Eben eigentlich gar nicht, weißt du? Also ich kann mich einfach daran erinnern, jetzt als Erwachsene, Ja, dass okay. das damals so war. Aber als Kind, da war ich da eher so ein bisschen ohnmächtig drin. Also ich war auch eher so ein Kind, das dann zurückgezogener war und beobachtet hat und vieles nicht verstanden hat. Und ja, also ich fand das Leben komisch. Ich dachte immer, hier stimmt doch was nicht. Aber ich konnte das nicht so richtig in Worte fassen, weil du musst ja erst mal überhaupt erkennen, was ist denn für die anderen normal? In was für einer Welt bin ich denn hier gelandet, bevor du dich selbst wieder irgendwo in Bezug dazu setzen kannst? Und Ja. das ist ein Potenzial, das ist bei einem Kind so strukturiert ja noch nicht da. Ja. Und du hast vorhin gesagt, aber du hast so die Vermutung, dass ganz viele Kinder das also Ja. ne, irgendwie mitbringen und vielleicht auch in so einem leicht verwirrten Zustand hier irgendwie sind. Ja, spannend. Okay, aber Genau. erzähl erst mal noch Auf von dir weiter. unterschiedlichste Art und Ja. Weise, ja. Also mein Kleiner, der hat zum Beispiel die ersten 2 Lebensjahre, also da konnte der gerade so reden, da hat er immer wieder so Geschichten erzählt von wegen, als ich noch groß war. Ja. Da haben immer die Sätze angefangen, als ich noch groß war. Also der konnte sich erinnern, dass er schon mal groß war und jetzt wieder klein ist. Weil wir Spannend. ja, aus höherer Sicht sind Inkarnationen oder ist Reinkarnation einfach nur wie für uns ein Kleid wechseln. Ja, wir sterben nicht und werden auch nicht in dem Sinn wieder geboren, sondern wir wechseln nur das Kleid, wenn man es so sieht. Ja. Und ja, also ich habe dann in der Jugend im Prinzip erstmal alles weggeschoben und habe ganz normal diese 3D-Welt auch gelebt, mit allem drum und dran. Es war auch wichtig, rückblickend, weil ich einfach heute viel besser Dinge verstehen kann, erkennen kann und Menschen dann auch helfen kann, weil ich eben nicht irgendwie von irgend so einer spirituellen Warte raus philosophiere, sondern ich kann da hingehen und sagen, ich kenne das. Ich war da auch mal und ich weiß, wie du da rauskommst, weil ich bin den Weg auch gegangen. Und das finde ich sehr wichtig, ja, dass wir nicht von irgendwas reden, das wir noch gar nie erlebt haben, sondern dass wir auch eine gewisse menschliche Kompetenz mitbringen, wenn wir mit anderen arbeiten. Was hast du da so gemacht als Mensch in der 3D-Welt, so jetzt rückblickend? Also Naja, alles. Also was du so erfahren kannst, weißt du, die Erfahrungen mit, wie fühlt sich das an, wenn ich lüge, wenn ich auf jemanden neidisch bin, wenn ich jemanden ausbeute, obwohl er es gar nicht verdient hat, wenn ich ausgegrenzt werde, Liebeskummer, Partys, Okay. bewusstseinsverändernde Dinge, alles Mögliche. Ja, also ich bin da so in ein paar Jahren durch ganz vieles durchgegangen, worauf ich auch nicht immer stolz war. Im Nachhinein sehe ich das aber alles als ganz wichtige Erfahrungen an und habe natürlich schon längst vor vielen, vielen Jahren mit allem reine gemacht und Frieden gemacht. Und das ist gut und das ist auch eine wichtige Botschaft. Egal, was du gemacht hast, auch vielleicht als Mutter oder was du erlebt hast, erfahren hast oder versäumt hast zu tun, weil du es nicht besser wusstest, du kannst alles auch im Nachhinein noch richtig machen. Du kannst es auch jetzt noch den Film neu drehen, auch wenn es schon viele Jahre her ist. Und dann ist es in unserem Energiesystem und auch wenn es jetzt zum Beispiel um unsere Kinder geht, im Energiesystem der Kinder bereinigt und so angelegt, als wäre es perfekt gelaufen. Und es ist ein unglaubliches Geschenk auch der heutigen Zeit, dass wir Ja. so etwas tun können. Dass wir diesen Zugang gefunden haben. Und da sind wir ja Ja. jetzt schon auf dem Weg zu Teki. Ja, Genau, genau. erzähl mal, wie es da so für dich weitergegangen ist. Ja, also ich habe ja auch ein Buch geschrieben, 2014, das erste, da geht es um Tiki, da steht die ganze Geschichte drin, die ich jetzt in Kurzform erzähle. Im Prinzip kamen dann einfach immer mehr Probleme, in Anführungszeichen dazu. Ich nenne sie lieber Herausforderungen.
Beziehungsprobleme, eine Hashimoto, also eine angeblich unheilbare Erkrankung der Schilddrüse und viele andere Dinge. Ich habe das Leben einfach immer weniger verstanden und dann habe ich mich den spirituellen Dingen zugewendet. Ja, ich habe immer mehr Bücher gelesen, habe immer schon viel gelesen, aber da habe ich angefangen, wirklich diese Selbsthilfebücher, diese spirituellen Bücher zu lesen, mich mit den Weltreligionen, mit Symptomatiken, mit allem Möglichen zu beschäftigen. Also mein Interessengebiet war sehr groß, weil ich irgendwie wusste, das gehört alles zusammen. Wenn ich ein Buch über Psychosomatik lese, dann ist das gar nicht so weit weg von einem religiösen Buch. Ja. Es gehört alles zusammen, das sind alles wir. Und so habe ich Dinge verstanden, zusammengesetzt und mich auch wieder erinnert, wie ich als Kind wahrgenommen habe. Also wie das alles manchmal so mir zufliegt und sich dann zusammenbaut zu einer Erkenntnis. Und so habe ich sehr viel einfach an mir selbst gearbeitet. Ich habe auch das eine oder andere Seminar gemacht, aber am meisten habe ich gelernt über Learning by Doing. Also ich habe einfach an mir selbst angewendet, hartnäckig bis verzweifelt, was jetzt irgendwie funktionieren soll. Und so merkst du natürlich, was funktioniert und was nicht. Und wo braucht es noch was und wie stellst du dich besser ein und so weiter. Und irgendwann sind die Menschen zu mir gekommen zum Behandeln und ich hatte diese durchschlagenden Erfolge, also teilweise unglaubliche Erfolge, dass Beine, die hätten amputiert werden müssen, nach 5 Behandlungen wieder durchblutet waren bei einer Diabetikerin und Frauen schwanger geworden sind, die vorher jahrelang blockiert waren und lauter solche Sachen. Und dann kam natürlich der Ruf, Sandra, was machst du da? Wir wollen das lernen. Wie heißt das? Wo kann man das lernen? Und ich habe gesagt, ja, das mache nur ich. Das hat keinen Namen. Das ist meins. Und dann wurde dieser Ruf immer größer und dann habe ich mich mit der Quelle verbunden und habe gesagt, also Quelle, wenn das jetzt mein Weg sein soll, wenn ich das machen soll, also wirklich, ist ein Riesending, ja, du musst ein umfangreiches Seminarkonzept erarbeiten, du musst da wirklich was aus dem Nichts auf die Beine stellen mit einem Namen, mit allem drum und dran. Und dann habe ich gesagt, dann will ich jetzt ein klares Zeichen und dann brauche ich jetzt auch einen Namen. Und dann kam Teki in Großbuchstaben vor mir und ja, ich habe es so interpretiert, die Mischung aus Theta-Zustand und Ki, die Lebensenergie, die wir ja wieder zum Fließen bringen, die Schwingungserhöhung auch und auch the Key, der Schlüssel, was es für mich auch immer war, es war für mich wirklich der Schlüssel zu mir selbst und zu einem befreiten, gesunden Leben. Ich bin ja selbst dann gesund geworden. Ich habe meine Hashimoto geheilt. Ich habe eine super glückliche Beziehung jetzt seit 15 Jahren schon, wo ich noch keinen einzigen Tag unglücklich war. Sowas hätte ich mir früher nicht träumen lassen. Ja. Und deswegen, ja, bin ich sehr glücklich, dass die Menschen mir damals Druck gemacht haben, denn so ist Teki entstanden. Wobei ich inzwischen sage, und das habe ich auch in meinem zweiten Buch Involution dann verarbeitet, das 2021 rausgekommen ist, dass ich es eigentlich wiederentdeckt habe. Also ich habe es nicht entwickelt, sondern je mehr ich dann wirklich auch an mir selbst gearbeitet habe, umso mehr hatte ich auch Rückblicke in andere Inkarnationen, habe wahrgenommen, wie wir damals schon gearbeitet haben in Atlantis, im alten Ägypten und so weiter. Und das war im Prinzip Teki. Also Teki ist, du hast vorhin auch gesagt, sollen wir es Methode nennen oder wie nennen wir es eigentlich? Ich nenne es tatsächlich ungern Methode, weil es ist unsere natürliche Kraft. Teki ist wirklich nichts Künstliches, was wir irgendwie drüber stülpen mit irgendwelchen Wiederholungen und Mantras und sonst was, sondern in Teki lernst du einfach nur, wie kriege ich den Schlüssel zu mir selbst? Wie nutze ich das, was ich mitgebracht habe, hier wieder im Alltag ganz natürlich, ja, ohne irgendwas 21 Tage wiederholen zu müssen oder sonst was, weil wir eben direkten Zugang haben zum Unterbewusstsein. Da ist die Kurzgeschichte. Super, super spannend. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen, um das vielleicht klarer fassen zu können, auch so in diese Zeit gehen, wo du dich jetzt mit dir selber so entwickelt hast oder mit dir selber so beschäftigt hast. Du hast gesagt, du hast Bücher gelesen, vielleicht das ein oder andere Seminar gemacht, aber eben hauptsächlich mit dir selbst gearbeitet. Wie hast du das gemacht? Also da
kam das so aus dir raus, dieses natürliche Bewusstsein, das ist alles? Hast du dich einfach hingesetzt und gesagt, was ist jetzt hier los? Oder hast du da schon irgendwie versucht, mit Methoden irgendwie zu arbeiten? Wie war da so dein Weg? Ja, das war wirklich ganz, ganz breit gefächert. Also ich habe mir so für ein paar Jahre habe ich mir von einem Heilpraktiker, den ich sehr geschätzt habe, die Hilfe geholt. Der hat mit einer Methode gearbeitet, die heißt FEET. Die kennt kaum jemand. P-H-E-E-T. Und das ist eine quantenphysikalische Methode. Also ein Quantenphysiker hat das entwickelt. Und da hat man schon so im Prinzip gelöscht. Ja, und da bin ich auf die Idee gekommen, ja klar, löschen. Und zwar auch nicht nur irgendwie hier, sondern immer aus allen Körpern, Ebenen, Zeiten und Dimensionen. Und ebenso, dass es dann auch wirklich weg ist, weil das habe ich eben auch immer wieder erlebt, dass Dinge mal kurzzeitig besser waren und dann mit voller Wucht wieder da oder sogar schlimmer geworden sind oder wie auch immer. Und bei ihm ging es mir immer gut. Selbst wenn ich eine kurze Reinigungsphase von ein paar Stunden oder Tagen hatte, das kann immer sein. Aber dann habe ich gemerkt, das ist weg. Ich konnte mich manchmal nicht mal mehr erinnern, was wir gelöscht haben, weil es so weg war. Ja, also klar, die Erinnerung an deine Vergangenheit, die nimmt dir keiner. Aber was du da alles für Themen dann mitbringst und für Programmierungen von ich bin nicht gut genug bis hin zu ich habe immer Pech im Leben und so weiter oder Krankheit ist ganz normal. Jeder hat ja was man da alles so mit sich rumträgt. Oder man muss immer Kompromisse in Beziehungen machen. Ach ja? Es geht auch anders, ja. Und das war unglaublich wertvoll. Und dazu habe ich eben, wie gesagt, selber dann immer so rumprobiert und über diese Bücher, die ich gelesen habe und über diese Erinnerungen in andere Inkarnationen, da hatte ich dann oft so Fetzen, wo ich dann gemerkt habe, das probierst jetzt mal aus. Und ja, es war einfach, also ich bin da wirklich so, man könnte sagen, die Wellen geritten, bis es einfach optimal ging. Ich habe auch eine Erfahrung gemacht mit Homöopathie. Das war ganz am Anfang eigentlich, wo ich mich da so geöffnet habe. Und es war auch sehr interessant, weil ich da auf einmal durch ein einziges Globuli, das war irgendeine Hochpotenz, ist mir die ganze Vergangenheit hochgekommen, alle Menschen, die ich mal enttäuscht hatte. Und ich habe denen dann allen entweder angerufen oder geschrieben und mich entschuldigt. Ja, wow. Also es war mir so ein tiefes Bedürfnis, das wieder gut zu machen. Und es kam nur durch dieses eine Globuli hoch. Und dadurch habe ich natürlich gelernt, wie wichtig Vergebung ist auch, um sich selbst wieder aufzustellen. Und all das hat dann eben in anderer Form in Tilki Inhalt gefunden. Toll. Also jetzt haben wir ja auch schon ganz viel angesprochen, was so sich im Tilki wiederfindet. Ja. Vielleicht magst du mal, weil meine Hörerinnen haben, glaube ich, schon so gewisses spirituelles Verständnis, aber so mal ein bisschen erklären, wie du die Welt, ne, du hast von Ebenen und Zeiten und so weiter irgendwie gesprochen, wie du die Welt so aus deiner spirituellen Sicht beschreiben würdest. Oh, kannst du die Frage konkretisieren? Das verstehe also, ich nicht wie, genau. Wie ist so deine spirituelle Sicht auf unser Dasein, unsere Welt, unser Bewusstsein, so dass wir überhaupt mit Tilki irgendwie arbeiten können? Wie ist da so dein Bild? Okay. Ich nehme das so wahr, dass wir einst irgendwann alle aus der Quelle gekommen sind. Wir sind alle göttliches Bewusstsein, Licht, das sich immer mehr verdichtet hat. Entscheiden uns aber oder wählen praktisch eine Dimension, in der wir uns jetzt direkt erfahren. Und über wahrscheinlich ganz, ganz viele Stationen haben wir uns so weit runter verdichtet, dass wir auf dem Planeten Erde in einem Körper inkarnieren konnten. Also dichter können wir nicht mehr werden als das, was wir jetzt die letzten paar tausend Jahre hier erlebt haben.
Und ist es einfach so, also manchmal hört sich das ja auch an wie so eine Strafe, jetzt bist du da im Karma und da kommst du nicht mehr raus und du musst so lange inkarnieren, bis du wieder in Ordnung bist. Das ist auch ein Konzept, das ich so nicht unterschreibe. Für mich ist es einfach so, wir wollten spielen, ja, das ist wie wenn so ein Kind auch sagt, Mensch, das ganze Haus kenne ich noch, jetzt will ich mal noch den Keller entdecken, auch wenn ich das ein bisschen unheimlich finde und auch nicht genau weiß, was da unten so alles los ist, aber ich schleiche mich da jetzt mal runter, ich nehme einen Freund mit, ja, okay. Und so inkarnieren wir hier dann auch, wir sagen, komm, wir gehen zusammen hier, wir ein paar Seelenverwandte, wir wagen das Abenteuer, Menschsein, Erde. Und dann ist es eben tatsächlich so, dass wir uns in diesem Menschsein auch ganz ordentlich verstricken können. Mhm. Also wir erleben so eine Dichte und in dieser Dichte ist es oft nicht möglich, die ganzen Erinnerungen zu behalten, dass wir eigentlich Licht sind und dass wir eigentlich Liebe sind und dass wir eigentlich aus der Quelle kommen und hier nur ein paar Erfahrungen machen wollen, sondern diese Erfahrungen, die tun auf einmal weh. Mhm. Und da geht es vielleicht auf einmal um die Existenz. Ja, vielleicht hast du in einer Familie inkarniert, die nichts zum Essen kaufen kann. Und dann nimmst du halt jemandem mal das Essen weg und wirst zum Dieb oder was auch immer, ja. Und also das ist jetzt ja nur eine Facette von Milliarden, die wir uns ausdenken können. Und so verstricken wir uns hier ein Stück weit. Und das ist das, was wir dann auch Karma nennen, dass wir dann praktisch Dinge hier getan haben oder erfahren haben, wo wir sagen, so war das eigentlich auf Seelenebene vorher nicht geplant. Mhm. Ich wollte eigentlich erfahren, zum Beispiel, wie es ist zu vergeben. Und jetzt hat dann mein Seelenverwandter mit mir inkarniert und der hat mir was angetan, weil sonst habe ich ja nichts zum Vergeben. Und ich habe nicht vergeben, sondern ich habe jetzt eine Riesensache draus gemacht mit Rache und allem drum und dran. Okay. So war das nicht gedacht. Ich glaube, ich komme nochmal. Okay. Und so inkarnieren wir hier auch immer wieder, um uns selbst zu erfahren, um uns selbst wieder zu entdecken, wieder zu erinnern und auch überall reine zu machen, ja, mit unseren alten Erfahrungen, mit den Menschen, denen wir vielleicht etwas angetan haben oder mit denen wir noch woanders in Harmonie gehen können, mit der Tierwelt, mit der Pflanzenwelt, mit allem, wo wir hier natürlich vielleicht irgendwann mal auf Abwege gekommen sind. Und das ist der Reinkarnationsprozess in dieser Dichte. Der geht aber auch in den anderen Dimensionen wieder weiter, nur eben in anderer Form. Okay. Wer ist denn aus deiner Sicht dieses Wir, von dem du sprichst? Ne? Also dass wir inkarnieren hier, ne? Wir haben diese Reinkarnation. Ja, alle Menschen. Also sind es Menschen? Ist es Bewusstsein? Was ist das für dich? Also göttliches Bewusstsein inkarniert sich im Menschen. Als Mensch. Und bedient dann aber unterschiedliche Schwingungsebenen. Also es gibt natürlich Menschen, die sind von Anfang an so in der Liebe und das siehst du ja oft schon bei den Kindern, ja. Die einen, die verschenken alles und strahlen immer und sind einfach nur die reine Liebe und die anderen, die hauen den anderen schon die Schaufel über den Kopf und gucken, dass sie zu ihrem Recht kommen. Und da merkt man einfach nur, beide sind göttliches Bewusstsein. Keiner ist besser als der andere. Aber der andere, der hat sich vielleicht schon tiefer verstrickt. Okay. Vielleicht durch andere Inkarnationen oder auch durch die Ahnenlinie, durch die Erziehung. Also Erziehung ist auch so ein Unwort, ja. Durch die Begleitung der Eltern und auch andere Blockaden, die da gleich schon mit Zeugung, Schwangerschaft, Geburt und so weiter einfach kommen können. Ja. So geht das dann im Leben eben auch weiter, wenn man da nichts macht. Genau. Und was kann man tun? Teki. Jetzt erklär doch mal, wie du es beschreibst, was Teki eigentlich ist. Also du hast ja vorhin schon gesagt, das ist so, ne, eigentlich unsere natürliche, ursprünglichste Kraft, Energie, Zugang zum göttlichen Selbst. Aber du hast dem Ganzen ja schon eine Struktur gegeben, sodass du es auch weitergeben kannst, dass man es lernen kann. Also wie beschreibst du das? Also grundsätzlich bringen wir alles mit, wie gesagt, als
Bewusstsein, das hier als Mensch inkarniert ist. Wir sind alle Schöpferwesen. Wir haben alle diese göttliche Schöpferkraft in uns. Und das tun wir ja mit Worten, mit unseren Visionen, mit Bildern, mit allem, ja, dass wir immer wieder auch unsere Realität erschaffen. Und Kinder sind Meister der Manifestation. Mhm. Sie sind auch Meister der Gefühle. Ja, also wenn du ein Kind anschaust, wenn es traurig ist, dann gibt es nichts als diese Traurigkeit in dem Moment. Ja, das wird voll ausgelebt. Die Tränen fließen übers Gesicht. Es wird geschrien und also der sterbende Schwan, ja. Und dann ist es durchlebt und es lacht wieder und ist schon wieder total irgendwo im Spiel. Die Tränen sind noch nicht mal getrocknet, aber das nächste Gefühl ist schon wieder da. Das eine ist schon durchlebt. Mhm. Das verlernen wir im Laufe der Zeit, weil wir lernen, konditioniert zu sein. Das geht nicht, das kannst du nicht in der Öffentlichkeit machen, das ist peinlich und so weiter. Und so passen wir uns immer mehr an. Und es gehört aber nicht alles zum Erwachsenwerden, sondern das tun wir auch als Erwachsene leider noch. Und dann nutzen wir unsere Schöpferkraft nicht mehr. Und Teki ist zum einen erstmal eine Methode, also im Teki 1 Seminar lernt man erstmal, wie verbinde ich mich wieder richtig mit der Quelle, mit der Erde, wie bin ich in meinem Herzen zentriert, wie nutze ich meine Schöpferkraft wieder richtig, was gehört da überhaupt dazu, um zu manifestieren. Das lernt man an einem halben Tag in Teki 1, also das ist wirklich schnell gelernt und wiederhergestellt. Und dann geht es natürlich darum, ja, was kann ich jetzt überhaupt machen? Worum geht es jetzt überhaupt? Weil bei Manifestieren denken natürlich die meisten erstmal daran, auch irgendwelche Wünsche und Ziele zu manifestieren. Und ja, das lernt man auch schon in Teki 1. Aber damit man überhaupt Zugang zu den wahren Herzenswünschen hat, die auch in Abstimmung mit dem Seelenplan erst richtig funktionieren, ja, und auch versteht, was waren eigentlich Wünsche, das waren gar nicht meine. Dürfen wir ein bisschen Vorarbeit leisten und uns von einigen Blockaden eben befreien, die da so im Laufe der Zeit aufgetreten sind. Und da hilft einfach das Konzept, ich sage immer, das ist wie so ein Gerüst, wo man sich so entlanghangeln kann, ja, damit man Stabilität und Sicherheit hat und eben weiß, was kann ich jetzt tun. Also Teki ist im Prinzip ein Werkzeugkasten, wo du immer das richtige Werkzeug rausholen kannst aus deiner Box und sagen kannst, okay, hier triggert mich gerade was, also hier oder hier merke ich habe eine Blockade, ich will jetzt was sagen, aber es kommt kein Ton raus. Was kann ich jetzt tun mit Teki? Und dann hast du Werkzeuge, dann hast du zum Beispiel das Werkzeug, ein Trauma zu transformieren, das dich jetzt blockiert. Und zwar eben nicht mit dieser schwierigen Traumatherapie, wo man nochmal alles erzählen muss und durchleiden muss. Nein, du drehst den Film neu, schnipp, innerhalb weniger Sekunden kannst du selbst ein sehr, sehr tiefes Trauma transformieren. Und du kannst sogar Traumen transformieren, die du nicht mal selbst erlebt hast, sondern die aus deiner Ahnenlinie dich noch beeinflussen. Ja, also das kann sein, dass vielleicht der Großvater irgendwann mal seine Wahrheit gesprochen hat. Und der wurde dafür ganz schlimm bestraft. Kriegszeiten, was auch immer, ja, müssen wir jetzt nicht näher ausführen. Aber da gibt es eben sehr, sehr schlimme Traumen. Und wenn du jetzt in eine Situation kommst, wo du vielleicht 10 Leute hast, die alle dasselbe meinen und du bist der Einzige, der etwas anders sieht. Und die Situation hatten wir die letzten 2,5 Jahre sehr oft. Oh ja. Und da sind viele solche Traumen auch reaktiviert worden. Ja, dann stehst also da du auf einmal da. Traum reaktiviert worden in den letzten 2 Jahren. Genau. Und dann stehst du auf einmal da und du merkst, ich kann das jetzt nicht sagen. Und du merkst auch, das ist eigentlich eine völlige Überreaktion, weil es wird existenziell. Ja. Du kriegst Todesangst in manchen Fällen sogar. Ja? Und da weißt du dann ganz genau, okay, da liegt jetzt einfach nur ein Trauma zugrunde und das kann ich transformieren. Und beim nächsten Mal sitzt du da und du sprichst ganz locker deine Wahrheit
Und du kannst es auch liebevoll tun und ohne andere niedermachen zu müssen oder sonst was, weil du bleibst total bei dir. Es sind einfach unglaubliche Durchbrüche im Leben, die ich ja selbst auch erlebt habe. Also weißt du, ich stehe heute vor 70 Leuten im Seminar und ich bin einfach humorvoll, lustig und freue mich über jeden Einzelnen, der da ist. Hättest du mir das vor 20 Jahren erzählt, da konnte ich nicht mal vor 5 Menschen sprechen, ohne rot zu werden. Mhm. Ja? Ja. Ich habe das aber auch nie geübt. Ich habe einfach nur die Dinge entfernt, die ich nicht war. Ja. Die Schichten. Genau, das ist ja auch dieses schöne Bild, was irgendwie ne, auf deinem Buch jedenfalls früher irgendwie drauf war oder auf den Seminarunterlagen von diesen Menschen, diesen vielen Bandagen und ja. Verbänden und so. Und dieses Entwickeln, das finde ich eben auch so, das macht total Sinn zu sagen, nicht ja. Entwickeln im Sinne von, ich werde irgendwas Besseres, Tolleres, sondern ich nehme die ganzen Schichten ab, die da mich irgendwie einengen und blockieren und irgendwie festhalten und fesseln ja richtig auch und leg die ab. Und ich finde gerade dieses Wort, wie du sagst, dieses Löschen auch so schön. Und was ich an der Arbeit so großartig finde, was mich selber immer noch wieder so verblüfft eigentlich auch, ist, du hast gerade viel über die Traumen und so gesprochen. Jetzt fragt sich vielleicht die eine oder andere, die dir hier zuhört, so, hey, ja, aber woher weiß ich das denn, ne? Wenn es ein Trauma vom Opa war oder wie auch immer, dass man das dann einfach weiß, dass dieser Zugang so da ist zu diesen ganzen Informationen und dass man das entweder für sich selber oder eben mit Hilfe von, ne, wenn ich jetzt mit einer Klientin arbeite, dann sehe ich das halt und kann sagen hier, oder auch Traum, ne, die so jetzt in der ganz frühen Kindheit entstanden sind, einzelne Situationen, die man als Kind einfach ganz anders wahrgenommen hat, als man jetzt, wenn man als Erwachsener draufschaut, denkt man, naja, eigentlich war ja gar nichts los. Aber als Kind war es halt ein Riesendrama, hat diese Wunde, diese Blockade, was auch immer hinterlassen. Und da sich dann wieder dran erinnern zu können und das dann zu löschen, loszulassen, das ist echt immer wieder faszinierend. Genau, da hast du was ganz Wichtiges jetzt eben noch erwähnt. Also wir können die Traumen transformieren, die eben an die wir uns erinnern oder die wir vielleicht noch erzählt bekommen haben. Und dann brauchen wir für die anderen einfach einen Zugang. Und dieser Zugang ist eben oft das Symptom. Also ja. Nehmen wir nochmal dieses, ich habe jetzt Angst, ich kann das nicht sagen, ich kriege es nicht raus. Und dann kannst du über das Symptom reingehen und sagen, dazu jetzt die Ursache löschen. Ja. Und zack, bist du irgendwie bei der Ursache. Und das funktioniert wirklich wie in einer Suchmaschine. Ja. Ja, du gibst den Begriff ein und du weißt noch nicht, was dir jetzt die Suchmaschine alles ausspuckt. Aber da kommt auf einmal ganz viel und daraus kannst du dir was zusammen, ja, ich will nicht sagen zusammenreimen, weil das wäre ja gedichtet, erfunden. Du kannst dadurch was erkennen. Es baut sich zusammen. Du hast auf einmal den Impuls zur Oma und vielleicht noch zu dem Trauma oder zur Kriegszeit oder dass der Opa nicht zurückgekommen ist und bam, da ist es. Ja. Ja, und oft reicht es ja quasi schon, ne? Dieses, da war irgendwie was und das reicht schon zu sagen, da war es mit dem Opa und da, zack und genau. Und das ist halt genial. So faszinierend, wo man am Anfang, ich mir gedacht, naja, und das soll es jetzt gewesen sein, aber es ist wirklich, wie du sagst, es ist dann weg. Also, cool. Genau. Das heißt also, Teki ist für dich so diese, jetzt hast du vorhin doch Methode gesagt, aber es ist so eine Struktur, wie wir ne, mit diesem Werkzeugkasten den Zugang zu der Quelle finden, steuern, nutzen und alles Mögliche verändern können. Jetzt hast du ja selber schon von dir erzählt mit dem Hashimoto. Vielleicht magst du mal so einen ganz groben Überblick geben. Traumen hatten wir jetzt schon, also Krankheiten. Was kann Teki alles? Also wenn wir gerade noch bei der Suchmaschine sind, wer eingibt Teki to go, kommt auf eine Kurzbeschreibung, die ich mal gemacht habe zu Teki, wo wirklich alles ganz komprimiert zusammengefasst ist. Also wir arbeiten grundsätzlich auf allen Ebenen, Leib, Seele, Geist. Ich sage bewusst nicht mehr Körper, weil Körper ist eigentlich ein toter Leib. Okay. Also das ist so wie eben auch die Worte Person, Firma und so weiter. Ja, deswegen sollten wir eigentlich wieder teilweise auch unsere deutsche Sprache überprüfen und revolutionieren. Und also der Körper ist sozusagen für dich der Zustand, nachdem man im Leib gelebt hat? Oder wie verstehst du das? Nein, also laut lateinischer Definition ist der Körper ein toter Leib.
Also der gehört dir gar nicht mehr oder mir, wie auch immer. Also das ist diese ganze Thematik eben auch, die teilweise gerade sehr bekannt ist mit die Person ist nicht der Mensch. Vielleicht hast du das schon gehört. Ja, deswegen einfach nur nicht wundern, wenn ich vom Leib spreche. Okay. Das hört sich so altbacken an. Aber ich möchte mir diese Worte eben auch wieder tatsächlich angewöhnen, weil sie eine ganz andere Schwingung haben als das, was uns da die letzten Jahrzehnte so aufgedrückt wurde. Ja, ja. Ja, klingt spannend. Also, wenn wir jetzt den Leib nehmen, das ist unser Zellbewusstsein. Ja, also mit dem Leib können wir arbeiten, indem wir zum Beispiel die ganzen Ahnenthemen aufräumen. Denn den Leib haben wir von unseren Ahnen bekommen. Ja, das Seelische kommt da rein, da kommen wir nachher dazu. Aber der Leib, der ist durch Fortpflanzung unserer Eltern, Großeltern und so weiter, bewohnen wir denn jetzt. Und da sind praktisch die ganzen Informationen, auch Traumen, aber auch Gaben, Fähigkeiten, Talente und so weiter unserer Vorfahren drin. Das schlummert alles in unserem Zellbewusstsein. Und indem wir da eben diese Ahnenarbeit machen, wie wir sie in Tiki auch machen, auch mit Intensivseminaren dann noch sehr intensiviert, lösen wir da diese Programmierungen auf, und es kann natürlich auch viel weniger in unserem Leben irgendwie reaktiviert werden, weil es einfach schon gar nicht mehr da ist. Ja. Und dann können wir auch ganz konkret mit dem Leib arbeiten, indem wir zum Beispiel die Wirbelsäule aufrichten, die Knochen wieder verdichten, indem wir mit einzelnen Körperteilen arbeiten, mit Organen arbeiten, mit Drüsen arbeiten, mit Hormonen arbeiten, die wieder ideal einstellen. Da habe ich grandiose Erfahrungen gemacht mit vor allem Frauen. Die Hormone betreffen fast nur Frauen, zumindest zur Zeit, die dann schwanger werden wollen, oder die Mädchen, die so stark PMS haben, oder dann auch in den Wechseljahren, ja, diesen Übergang. Da bin ich gerade dabei, mich da neu einzustellen. Ja, da können wir nachher gerne noch drüber reden. Also das sind sehr spannende Methoden, wo wir unglaublich viel tun können auf körperlicher Ebene. Und ich sehe ja auch, was auch über das hinaus, was ich jetzt in den Seminaren lehre, angewandt wird. Also wir haben zum Beispiel eine Austauschgruppe auf Telegram, eine geschlossene Gruppe, wo nur die Teki-Seminarteilnehmer drin sind. Mhm. Da sind inzwischen über 1000 Menschen drin, die sich da austauschen. Und da lese ich immer so ein bisschen mit, und die einen lassen sich die Haare wieder nachwachsen, die nächsten haben auf einmal keine grauen Haare mehr, bei den anderen verschwinden die Warzen. Also es gibt so unglaublich vieles, was dann nicht im Teki-Handbuch steht, aber du hast einfach einmal verstanden, wie es funktioniert, und dann kannst du es auf alles anwenden. Dazu gehört auch dieses Körperlesen, also dass ich verstehe, was will mir denn meine Seele durch dieses Körpersymptom sagen, wenn mir jetzt das Auge tränt oder das Knie schmerzt oder ich eine Entzündung in der Schulter habe oder Alzheimer oder egal was. Wir können eigentlich alles lesen, wenn wir mal verstanden haben, wie. Ja. Und dann geht es ein ganz... Ja. Ganz kurz, aus deiner Erfahrung nach, ist alles heilbar? Oder gibt es so manifestierte Dinge, wo du sagst, also gut, ich meine, Körperteile nachwachsen lassen geht jetzt nicht mehr, aber gibt es irgendwie so, wo ist die Grenze zum, was geht an Heilung? Grundsätzlich geht alles, wenn der Mensch es erlaubt. Ja. Also wir behandeln nicht Krankheiten, sondern Menschen. Ja. Und am Menschen hängt es. Die Krankheit ist nur ein Symptom. Und ich frage dann oft, bist du bereit, das, was dich krank gemacht hat, jetzt auch wirklich loszulassen? Und da gibt es große Unterschiede. Weil wenn es dann vielleicht für die Frau darum geht, dann muss ich aber meinen Mann verlassen, weil der hat mich krank gemacht. Ich habe aber Angst, allein zu sein. Dann bleibt sie vielleicht lieber krank und geht den Weg bis zum Ende, als dass sie ins kalte Wasser springt und irgendwie die Erfahrung macht, ich schaffe das selber, ich schaffe das auch allein und ich kann auch wieder jemanden kennenlernen. Oder der Manager, der seinen Job jetzt aufgeben soll oder was auch immer. Oder ja, manchmal geht es auch schon ganz simpel um Ernährungsumstellung, die dann einfach, manche Menschen schaffen das irgendwie nicht. Ja. Und darum geht es. Es geht nicht darum, wir können für niemanden zaubern, wenn er anders wählt. Ja. Aber wenn jemand wählt, wirklich gesund
sein zu wollen, beziehungsweise schwanger werden zu wollen oder wieder Haare auf dem Kopf zu haben, was auch immer, dann ist alles möglich. Die Grenzen setzen immer wir selbst. Ja. Genau. Und Teki kann halt vieles lösen, aber wenn man so in irgendeinem Thema drin ist, so, du hast vorhin gesagt, so diese Verstrickungen, ne, das ist auch das Bild, wenn man so verstrickt ist, dass man da halt durch soll noch oder will, diese Erfahrung noch mitnehmen darf in diesem Leben, dann bleibt es eben dabei. Ne? Ja. Mhm. Genau. Okay. Also zu dem Leiblichen vielleicht nochmal, was ich ganz wichtig finde, ist, dass wir dann auch so Aufstiegshelfer aktivieren können, wie zum Beispiel die Zirbeldrüse. Mhm. Ist ja seit ein paar Jahren in aller Munde. Wir aktivieren die schon seit 2009, glaube ich. Ja. Also schon sehr, sehr lange ist mir das klar, dass das eine ganz wichtige Sende- und Empfangsstation ist, die da verkalkt und zu ist bei den meisten Menschen und die wir jetzt ganz stark brauchen in diesem Aufstiegsprozess auch. Mhm. Wir aktivieren wieder die gesamte DNS, bei den meisten diese 12 Stränge. Und das sind einfach Übungen, die sind unglaublich schnell. Ja, also du hast da in wenigen Minuten deine DNS und Zirbeldrüse aktiviert und dann öffnen sich wieder völlig neue Welten, weil du natürlich dadurch deine Schwingung auch unglaublich erhöhst. Mhm. So, das war jetzt der leibliche Teil. Und dann gibt es ja noch Seele und Geist. Seele, da geht es viel um die Seelenbiografie, um die Seelenkraft, also alles aufzuräumen, was ich an Blockierendem mitgebracht habe, aus anderen Inkarnationen auch. Und aber auch alles reinzuholen in diese Inkarnation, was ich mir ja woanders schon erarbeitet habe, was eigentlich schon zur Verfügung steht als Potenzial. Aber ich bin vielleicht bisher nicht rangekommen, ja, weil ich da eben noch blockiert war. Und solche Dinge sind eben da ganz wichtig, auch dass die Verbindung Leib, Seele, Geist wieder richtig funktioniert, dass das alles wieder zusammenwirkt. Und oh ja, es gibt so viel zu sagen zu Teki. Das ist natürlich auch ein Riesenprogramm, das über die Jahre da entstanden ist. Aber vielleicht gibt es schon diesen Überblick, den du dir gewünscht hast, dass wirklich für alles ein Werkzeug da ist, für alles. Und das ist auch das, was ich eigentlich mit am wichtigsten finde und was uns auch am meisten rückgemeldet wird nach den Seminaren. Es ist vielleicht nicht gleich von heute auf morgen alles gut, aber man hat jetzt das Werkzeug und man kann jetzt den Dingen begegnen, denen man vorher hilflos gegenübergestanden ist. Man ist nie mehr Opfer. Ja. Man ja, ist genau. Jetzt Schöpfer. Ja. Auch wenn man noch was zu tun hat. Ja. Ja. Aber das ist ja auch gar nicht schlimm. Wichtig ist, dass wir nicht machtlos sind. Ja, ja, genau. Ich glaube, das finde ich gerade ganz berührend, dass du das so sagst, weil ich glaube, das ist genau, also das ist ja sowieso mein Thema, ne? Die Mütter raus aus diesem Opferdenken, wieder in dieses, ich kann es gestalten, wie es sein soll mit meiner Familie, da in dieses Schöpferbewusstsein zu kommen. Und das ist, Teki ist da so ein Durchbruch, das zu verstehen, dass wir diesen Zugang haben, dass da alles da ist, dass uns alles zur Verfügung steht. Und wenn wir es wollen, da sind wir wieder bei dieser Entscheidung. Ne, wenn wir wirklich entscheiden, ich will es jetzt anders und ich möchte das nicht mehr, dass ich das und das und das immer ständig mit mir rumschleppe und mich das und das und das ständig stresst und triggert, dann haben wir dann die Werkzeuge, um damit wirklich irgendwie aufzuräumen und was Neues zu erschaffen, nachdem wir Altes, wie du vorhin so schön gesagt hast, gelöscht haben. Genau. Magst du mal so ein bisschen erzählen, was so die typischen Themen sind, wenn wir jetzt so an die Zuhörerinnen hier denken, ne, die Mütter, die mit ihren Familien ihre Themen haben, so was ist denn da so typisch und wo kann Teki da gut ansetzen? Also grundsätzlich ist es natürlich super, wenn die Mutter erstmal an sich arbeitet, weil sie natürlich dem Kind ganz viel mitgibt, der Vater auch. Aber gerade in den ersten 7 Lebensjahren und auch schon vorher in der Schwangerschaft und mit der Geburt ist die Mutter da schon einflussreicher. Ja? Mhm. Und das ist einfach grandios, wenn die Mutter erstmal bei sich selbst aufräumt, weil sie dann auch mit einem viel klareren Blick draufblicken kann, weil sie auch wegkommt von dem, was viele Menschen eben heutzutage noch haben.
naja, das Kind ist eben unmöglich oder das ist mein Mann oder der Vater des Kindes oder mein Ex, den ich da durchs Kind sprechen höre und deswegen will ich das jetzt gar nicht. Ja? Mhm. Also da sind viele Widerstände und Ablehnungen eben auch drin. Und wenn wir erstmal verstehen, dass eigentlich alles erstmal ein Spiegel unseres Inneren ist, auch die Menschen und Verhaltensweisen, die wir sozusagen einladen. Also ich sage immer, wir sind wie ein Riesenprojektor, der alles, was wir sind, bewusst und unbewusst, auf die Leinwand unseres Lebens strahlt. Und auf dieser Leinwand des Lebens, da gibt es dann sozusagen die Schauspieler und das sind natürlich oft die Ängsten, also auch die Kinder, der Partner, die Eltern. Da zeigt sich das dann. Damit wir sehen, was wir in uns haben, machen wir es vor uns sozusagen sichtbar. Also das ist eigentlich eine ganz tolle Sache, wenn wir das mal verstehen. Und dann verstehen wir auch, ich kann nur am Projektor was machen. Ich würde ja auch nicht im Kino vorgehen und an der Leinwand rumkratzen und versuchen, das Bild zu ändern. Ja, da ist mir auch klar, der Film läuft eigentlich woanders. Der wird dann nur hinprojiziert. Und wenn wir das mal grundsätzlich verstanden haben, und da führt Theke ja auch tatsächlich hin, dass wir lernen, wie beobachte ich mich selbst, wie erkenne ich diese Spiegel, was sagt mir das, wenn mein Kind immer so und so ist. Wenn wir da erstmal bei uns aufräumen, dann können wir auch dem Kind noch viel besser helfen. Ja? Und also nicht nur das, so meiner Erfahrung nach ist es ja so, wenn wir bei uns aufräumen, verändert sich das Kind ja automatisch mit, weil es nicht mehr spiegeln muss. Es hat ja gar nichts mehr, was es mir spiegeln muss, wenn ich es bei mir gelöscht habe. Und das ist ja die faszinierende Variante, wenn wir das mal begreifen, dass es viel einfacher ist, an uns selbst und unseren Themen zu arbeiten, statt die Kinder irgendwie von A nach B zu schleppen und zu diagnostizieren und so was weiß ich was zu machen. So, ne? Ganz, ganz wichtig, was du da sagst. Ja? Also damit ändert sich schon ganz vieles von ganz alleine, weil das Kind gar nicht mehr in diesem Druckfeld, in diesem Spannungsfeld aufwächst und nicht mehr ständig Schauspieler auf unserer Leinwand ist, ja. Mhm. Und wir natürlich auch entspannter werden, weil wir auch nicht mehr so viele Knöpfchen haben, die gedrückt werden können. Mhm. Also man merkt dann auch auf einmal, okay, ich bin so entspannt, das hätte mich früher aufgeregt. Ja. Jetzt regt es mich gar nicht auf, ja. Und das sind natürlich viele erlösende Faktoren. Und dann aber, wenn wir wirklich frei genug sind, auch zu sehen, okay, also das ist was, das bringt wirklich das Kind mit. Das projiziere ich nicht und da bin ich auch nicht in einem Widerstand, sondern das ist wirklich was, was das Kind mitbringt. Dann kannst du natürlich auch gucken, wie kann ich da ein Trauma transformieren? Und dieses Trauma ist vielleicht auch mitgebracht, das ist vielleicht auch aus der Ahnenlinie oder aus der Seelenbiografie. Ganz, ganz oft ist es aber auch so, dass einfach noch die Schwangerschaft und Geburt nachverarbeitet wird. Also ich habe schon ganz oft diese Schreibabys auch behandelt und die schreien meistens in der Zeit, wo der Geburtsvorgang schwierig war, heftig war. Ja? Okay. Und wenn man dann die Schwangerschaftsharmonisierung macht, das heißt die ganze Zeit im Mutterleib und die Geburt harmonisiert und diesen Film neu dreht, dann kann da Ruhe sein. Ja. Also nur eines von ganz vielen Beispielen, ja, oder natürlich, wenn ich meinem Kind immer das Gefühl gebe, das kannst du noch nicht alleine, vielleicht, weil ich selbst ängstlich bin. Also ein Beispiel, es gibt diese Kinder in dem Alter, da ist mir das eben auch aufgefallen, weil ich bin so ein hilfsbereiter Mensch. Weißt du, wenn ich sehe, jemand braucht Hilfe, bin ich sofort zur Stelle und gucke, dass ich da irgendwie was mache. Und da ist mir aufgefallen, dass ich immer den Impuls habe, das Baby robbt jetzt irgendwie auf den Bauch und will zu dem Stift kommen. Und der Stift liegt noch 20 Zentimeter weg und das stöhnt schon und hat es total schwer. Und ich habe dann den Impuls, ich schiebe dir den Stift näher hin. Ja, aber was mache ich denn damit unterbewusst? Ja, das hast dem Baby natürlich, das schaffst du nicht. Genau, und ich nehme ihm das Erfolgserlebnis. Ja. Und da einfach wirklich auch mit sich selber zu arbeiten und zu gucken, warte mal, ich nehme dir das jetzt nicht, ich bin zwar da für dich, wenn du mich wirklich brauchst, aber ich unterstütze auch deine Erfolge. Ja, das sind so, das ist wirklich Feintuning, da muss man auch als Eltern wirklich bewusst sein, ja, bewusst auch mit sich sein und dem Kind sein, aber so können wir eben die Kinder enorm unterstützen,
ihren Erfolgsweg eben auch zu gehen, ja, der aus ganz, ganz vielen kleinen Situationen sich zusammensetzt, wo sie einfach Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein, Selbstliebe lernen und Mut und alles, was dazugehört. Wenn die Mutter immer ängstlich ist und sagt, pass auf, dass du nicht runterfällst, pass auf, dass du nicht nass wirst und so weiter, dann denkt sie natürlich super mit und ist im 3D-Sinne eine gute Mutter. Weil sie immer zur Stelle ist, aber im entwicklungstechnischen Sinn oder wenn wir jetzt aus 5D-Ebene blicken, blockiert sie das Kind in seinem eigenen Wachstum. Ja, ganz wichtiges Thema, ne? Diese vielen Ängste und Sorgen, ne, die man sich irgendwie bewusst macht. Ich meine, mein Podcast und meine Arbeit heißt nicht umsonst Bewusstsein mit Kindern, ne, dass man sich da seiner selbst bewusst wird. Auch, ne, was ist denn das für eine Angst? Was steckt denn dahinter? Und dann mit Theke eben drauf zu schauen, wo kommt die her? Kann ich die auflösen? Kann ich die löschen? Um da einfach entspannter zu bleiben. Denn, ne, ich meine, das Wissen der Ängste und Sorgen führen eigentlich irgendwie nie zu irgendwas Sinnvollem. Und außer, dass wir uns eben mit uns selbst beschäftigen dürfen. Aber das eben als Anlass zu nehmen, dahin zu schauen und eben nicht zu overacten, wie du es gerade so schön beschrieben hast, sondern da das auch als Spiegel letztendlich zu sehen, das finde ich auch so eine ganz wichtige Arbeit. Und also zu mir kommen immer wieder Mütter, die so krasse Sorgen und Ängste haben und da wirklich so eine schöne Erleichterung dann auch erfahren, wenn sie das loslassen können. Das ist echt mit einer der finde ich, bei Müttern wichtigsten Arbeiten, die man da machen darf. Total, ja, weil dann merkst du auch, dass das Kind sich entspannt, weil das ist ja immer ein Energiefeld, weißt du, es sind ja nicht nur die Worte dann und Kinder bis zum 7. Lebensjahr sind ja vorrangig im Theta-Zustand, das heißt, die werden natürlich auch programmiert über die Worte, über die Ängste, über das pass auf und so weiter, ja, das sind alles Programmierungen dann, die später immer wieder aufpoppen und man weiß gar nicht warum. Aber es geht auch wirklich um diese tiefe Freiheit, die ein Kind eben eigentlich mitbringt. Und wenn man es einigermaßen frei lässt, es gibt da so ein Buch von Osho, das Buch der Kinder. Er schreibt darin, lass das Kind für 7 Jahre in Ruhe. Beschütze es einfach nur, gib ihm zu essen, beschütze es, guck, dass es sauber ist, guck, dass es keine Klippen runterspringt oder so. Aber ansonsten lass es in Ruhe. Du kannst ihm gar nichts geben, du kannst es eigentlich nur versauen. Wahnsinn. Wow. Das ist natürlich eine radikale Ansicht, aber ich muss sagen, wir haben unsere Kinder sehr viel in Ruhe gelassen. Mhm. Also andere Eltern haben oft zu uns gesagt, Mensch, ihr seid aber entspannt. Und ich habe immer gesagt, ich vertraue meinem Kind, ich weiß, was das kann. Ich bin nicht, also für mich ist es nicht, ich bin entspannt, sondern ich bin dann schon zur Stelle, wenn was ist. Ja, also das ist nicht so, auch ich gucke mal, ob er runterfällt oder nicht. Ich weiß, dass er da klettern kann. Ja? Und da auch immer wieder aus dem Weg zu gehen, zurückzugehen und zu sagen, Moment, das ist ein eigenständiges Wesen, das hierher inkarniert hat, um seine Erfahrungen zu machen. Ich darf es begleiten, aber wer bin ich, mich da überall draufzusetzen und diesen Weg bestimmen zu wollen und zu sagen, das machst, das ist nicht so wichtig wie das andere, du musst das andere machen. Also auch später, wenn es dann um Berufswahl oder Hobbys oder so geht, ja, wie weit soll ich eigentlich reingrätschen als Eltern? Ja, und das tun schön. Wir eben nicht. Also wir lassen die Kinder ihre Erfahrungen machen und wir fahren da unglaublich gut damit. Ja. Also da fällt mir jetzt auch gerade ein, dass ich das auch schon, also bei meiner Tochter habe ich eigentlich noch vieles nicht gewusst und würde es heute anders machen. Aber ein Thema zum Beispiel, was auch immer wieder ein Thema ist, ist so Schlafen. Und da auch zu sagen, hey, die Kinder, die wissen schon, wie viel Schlaf sie brauchen. Ja, wir müssen sie nicht partout um 6:30 ins Bett stecken und erwarten, dass sie jetzt schlafen. Meine Kinder haben immer extrem wenig Schlaf gebraucht. Mhm. Und dann unsere Tochter, da war die irgendwie so, was weiß ich, 1,5 oder 2, die haben wir abends in ihr Bettchen gesetzt und haben gesagt, so jetzt, ne, hier sind noch ein paar Bücher, schauen sie dir an. Die war da schon echt immer total weit. Und dann hat sie halt irgendwann, wenn sie so weit war, geschlafen. Und das war mega entspannt. Und da waren auch immer viele,
die dann so dabei waren, die dann mal bei uns zum Abendessen waren und immer, hä, wie? Und jetzt setzt du sie da einfach ins Bett und gehst weg. Und ich so, ja, die ist da total glücklich. Und wenn sie noch mal was hat, dann meldet sie sich schon. So, dann gehe ich noch mal gucken. Und das, na, auch da in diesem Vertrauen zu sein, dass die Kinder da schon wissen, ne, also ist auch bei mir nicht immer durchgehend, aber grundsätzlich so dieses wie du gerade schön gesagt hast, das Kind ist eigentlich von Anfang an kompetent und weiß, was es braucht und kann. Und wir dürfen eben da sein und so die größten Gefahren abhalten, aber eigentlich begleiten, genau. Ja, weißt du, ich finde, es würde schon unglaublich viel bringen, wenn die Menschen, also die Erwachsenen, sich mal überlegen würden, wenn ich mein Kind berate, lenke und leite, damit es in ähnliche Bahnen geht wie ich oder unter ähnlichen Voraussetzungen seine Entscheidungen trifft, also Sicherheit, Geld, Ausbildung, Rente, keine Ahnung, dann wird es ja vielleicht auch ein ähnliches Leben führen wie ich. Und wie glücklich bin ich denn eigentlich genau? Wie gesund bin ich eigentlich genau? Ja, das wäre mal eine wirklich ehrliche, super Anfangsbestandaufnahme. Das ist genau das, was ich mit meinen Klientinnen im Coaching mache, wo ich immer sage, ne, also welches Leben willst du leben als Vorbild quasi für dein Kind? Mhm. Ja. Wie glücklich willst du denn sein und wie glücklich bist du denn jetzt? Ne? Und wie kann es vielleicht anders sein, damit du deinem Kind überhaupt die Chance gibst, zu erleben, was es heißt, ne, sich frei zu entfalten, glücklich zu sein, gesund zu sein, zufrieden zu sein. Ne? Wenn wir das nicht vorleben, wie soll es das Kind denn lernen? Und das ist doch das, was du dir eigentlich für dein Kind wünschst. Ja. Warum machst du es nicht selber für dich? Ja. So. Ja, genau. Das sind die Vorlagen und wir glauben, wenn wir uns komplett aufopfern, zum Beispiel, ja, also manche denken ja auch anders, aber manche glauben, wenn ich mich jetzt komplett aufopfere und alles für mein Kind tue, dann ist es das Beste für das Kind. Mhm. Aber das Kind hat dann eigentlich auch gelernt, aha, so geht das, sich immer aufopfern für andere. Oder vielleicht lernt es auch, mir wird alles in den Allerwertesten geschoben. Ich muss mich für gar nichts anstrengen. Ja? Ja. Es kommt nicht immer so an, wie man gerade selber glaubt. Denn oft sind es eben die eigenen Begrenzungen. Und das ist ganz, ganz wichtig und wundervoll, dass ihr das so machen konntet, auch mit der Kleinen mit ins Bett. Weil viele denken, ja, das geht jetzt nicht. Ich muss ja bei ihr sein, bis sie schläft. Oder sie fühlt sich dann vielleicht alleine gelassen. Mhm. Nein, die melden sich schon, wenn sie sich alleine fühlen. Und vielleicht wollen sie auch mal ihre Ruhe. Auch Kinder wollen schon mal ihre Ruhe. Ja? Das ist kaum vorstellbar, aber tatsächlich ist es so. Ja. Und allein dieses Bewusstsein mal zu entwickeln, ja, dass auch das Kind irgendwie mal, ne, das genießt irgendwie damit, sich selber in Ruhe irgendwie Bücher anzuschauen und dann in aller Ruhe einzuschlafen. Ja. Da sind wir gleich bei noch so einem Thema, wo ich gerne mal so nochmal reinfüllen würde, wie du da das siehst, weil da gibt es ja auch im Teki eine Intention, das aufzulösen, sind so diese kollektiven Glaubenssätze, die uns ja Mütter ja gerade speziell irgendwie extrem, finde ich, irgendwie beeinflussen. Ne? Wie hat eine Mutter zu sein? Und eigentlich ist es ja heute so, dass sie gar nicht mehr richtig sein kann. Ist ja egal, was sie macht, ist es auf jeden Fall irgendwie falsch. Und ich finde, einen der extremsten Glaubenssätze, da bin ich gerade viel dabei, dann mich noch mit auseinanderzusetzen, ist so dieses Mutter sein ist irgendwie so der härteste Job der Welt, ist total anstrengend und so, ne? Also ich finde, das liest man so viel und jeder sagt es einem und die Mütter gegenseitig bestätigen sich das immer noch so. Und was das allein mit uns macht als Mutter, wenn wir mit dem Glaubenssatz unterwegs sind, das, ne, wie siehst du das und wie hast du da schon mit Teki Erfahrungen gemacht, wo das herkommt, wie man es auflösen kann, auch so im Kollektiven? Wenn es aus dem kollektiven Bewusstsein kommt? Also mit den kollektiven Feldern, da hatten wir es ja auch vorhin schon zum Beispiel von Kriegsfeldern und so weiter. Ja, da gibt es zu jedem Thema unglaublich viele Felder. Die können wir nicht einfach so auflösen. Aber indem wir das in uns lösen, was da bei uns andockt oder wo wir auch darauf reagieren, lösen wir immer einen Teil des Feldes mit auf. Also wir geben da immer erhöhte Energie rein und irgendwann, wenn das genügend Mütter gemacht haben, dann ist das auch nicht mehr wahr. Und wir dürfen eben auch auf unsere Sprache achten, also auch wirklich wahrhaftig sein. Ja, also wenn mir eben so jemand so etwas sagt, was für mich nicht wahr ist, dann beziehe ich auch wirklich entweder konkret Stellung oder ich sage sowas wie, interessante Ansicht. Mhm. Ja.
um draußen zu bleiben und zu sagen, okay, das ist deine Meinung, wir müssen da auch nicht drüber diskutieren, die darfst du haben, aber ich bejahe das jetzt nicht aus meiner Seite, weil sonst gebe ich da wieder Energie rein. Ja? Und manchmal braucht man vielleicht erstmal Zeit, das zu überprüfen, stimmt das eigentlich für mich oder nicht? Beziehungsweise ja, ich habe bisher auch so gedacht, aber so will ich gar nicht weiterdenken. Mhm. Und so ist es gut, wenn wir draußen bleiben, weil immer, wenn wir etwas abnicken und ja, zieht es uns auch in dieses kollektive Feld rein. Und dann ist die Wirkung natürlich auch stärker auf uns. Ja. Und es geht wirklich jetzt auch in dieser Zeit ganz konkret darum, immer mehr aufzuräumen mit all den Dingen, die nicht mehr wahr sind. Weißt du, also jeder oder so ziemlich jeder akzeptiert heutzutage, dass das vor 70 Jahren, als noch gelehrt wurde, du musst die Kinder züchtigen, damit aus denen was wird, dass das ein grober Fehler war, dass man das eigentlich so nicht machen sollte. Aber viele andere Dinge werden immer noch so übernommen. Und da gibt es auch aktuelle Bücher, die noch dazu geschrieben werden, wo noch aus den alten Büchern abgeschrieben wird. Ja? Und dann steht da Professor, Doktor, Doktor davor. Und dann glauben ganz viele Mütter, sie müssen sich danach richten und jetzt ihr Kind schreien lassen oder dieses Schlaftrainingsprogramm machen, was wirklich Folter ist für die Kinder. Das ist Folter. Und da kann ich nur einfach dazu raten, hör auf dein Mutterherz. Wenn es sich falsch anfühlt, dann kann es nicht richtig sein. Egal welcher Professor, Doktor, Doktor das sagt und egal wie viele Freundinnen das so machen und sagen, boah, ich habe das 3 Tage gemacht und seitdem schläft mein Kind durch. Hey, du weißt nicht, wie das in 5 Jahren drauf ist, was das für Ängste entwickelt, was das später für Beziehungsprobleme entwickelt. Mhm. Ich habe mal ganz am Anfang zu meinem Mann was gesagt und es wiederholt er noch ganz oft, weil das bei ihm einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Ich habe gesagt, ich glaube nicht, dass wir es uns in der natürlich gesetzten Entwicklung, die wir jetzt mit dem Kind durchgehen, dass wir es uns da irgendwo einfacher machen können, als es die Natur gedacht hat. Wenn du dein Kind zum Beispiel zu früh weggibst in andere Hände, dann machst du es dir erstmal einfacher, weil du hast Freizeit. Aber das Kind wird mit irgendwelchen Bindungsproblemen oder Traumata weiter bei dir aufwachsen und du wirst andere Herausforderungen mit ihm haben, die du nicht gehabt hättest, wenn du es betreut hättest. Wenn du dein Kind nicht stillst, dann hast du natürlich gleich die luxuriöse Situation, dass jemand anderes nachts aufstehen kann und das Fläschchen geben kann, dass du weggehen kannst und das Kind daheim lassen kannst. Aber die Natur hat es nicht umsonst so eingerichtet, dass wir stillen sollten. Natürlich gibt es immer Ausnahmen und da gibt es dann auch Lösungen, ja. Also da will ich jetzt gar niemandem irgendwie ein schlechtes Gefühl machen. Aber die, die es vielleicht jetzt noch entscheiden können, bleibt so nah an der Natur wie nur möglich. Das ist wirklich mein Ratschlag, weil es kommt immer irgendetwas anderes daraus, wenn wir dieses natürliche Kontinuum unterbrechen. Da habe ich auch einen Podcast dazu gemacht, zu dem Kontinuum, vielleicht einfach mal in YouTube in der Suche eingeben, wenn das interessiert. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Ja, finde ich einen schönen Gedanken da, ne? Wirklich zu schauen, wie hat es die Natur eigentlich vorgesehen und wie nah kann ich dranbleiben. Wobei ich es eben auch super, super wichtig finde, was du gerade gesagt hast, so wenn es dir nicht möglich ist oder du es, weil du es noch nicht anders wusstest, anders gemacht hast, ist es auch irgendwie, ne, dann darfst du halt da vielleicht nochmal hinschauen, ne? Man darf es dann irgendwie im Zweifel, wenn man merkt, jetzt hat das Kind tatsächlich davon irgendwie, ne, oder es gibt da Schwierigkeiten, dass man dann da nochmal hinschaut und mit Hiki kann man ja solche Sachen dann auch zur Not nochmal wieder aufarbeiten, weil, also wie gesagt, vieles, was ich mit meiner Tochter irgendwie damals gemacht habe, würde ich jetzt heute auch ganz anders machen. Sie ist trotzdem ein Mega-Kind. Ja. Sie ist so wundervoll. Und also insofern denke ich immer so, auch da muss man dann schauen, dass man sich jetzt nicht dann zusätzlich wieder ein schlechtes Gewissen aufbürdet und sagt, ne, da habe ich irgendwie, bin ich doch mal laut geworden oder ne, da habe ich sie irgendwie ne, in die Betreuung gegeben. Da hängt ja auch viel, finde ich, immer damit ab, wie fein bin ich selber denn damit? Ja, also mache ich es, weil es die äußeren Umstände scheinbar erfordern, dass ich jetzt wieder in den Job zurückgehe und ich fühle aber eigentlich in meinem Mutterherz, oh Gott, das ist ganz schlimm für mich. Dann wird es das Kind auch so empfinden.
wenn ich als Mutter für mich ganz klar bin und sage, hey, das Kind wird da eine super Erfahrung machen, ja, das ist eine ganz tolle, was weiß ich, Betreuungsmöglichkeit und mir wird es total gut gehen, weil ich wieder mal was anderes machen kann, wird es auch, glaube ich, nach meiner Theorie nicht so eine krasse Bindungsstörung dann daraus entstehen, sondern es ist viel eben in der Energie, in der wir selber mit uns sind und das dem Kind irgendwie dann vorleben. Deswegen bin ich halt immer so dafür rauszufinden, wer will ich sein als Mutter? Ne? Was bringe ich da mit? Ne? Und wie will ich es leben? Und wie will ich auch dieses kollektive Feld des Mutterdaseins, mit welchen Glaubenssätzen will ich das irgendwie bereichern und verändern vielleicht? Ja, und vielleicht hier auch noch der spirituelle Blick drauf. Wenn das Kind entscheidet, ich möchte wieder inkarnieren, dann sucht es sich die Eltern, die Umstände, auch die sozialen Umstände, das Land, die Sprache, alles sucht es sich aus anhand seiner mitgebrachten Möglichkeiten, Potenziale, aber auch anhand von dem, mit wem möchte ich gemeinsam wieder inkarnieren, mit wem habe ich vielleicht noch ein Hühnchen zu rupfen, was möchte ich noch erfahren und wo kann ich das am besten, ja? Also es ist einfach gesprochen, wird es so ausgesucht und so wird natürlich auch die Mutter ausgesucht. Und man kann aber die Mutter nicht nach jedem Verhaltensmuster auswählen, sondern man wählt die Mutter aus aufgrund ihrer Schwingung. Und wenn diese Schwingung eben eher so ist, oh, ich bin überall, ich tanze auf allen Hochzeiten und so weiter, und man sucht sich diese Mutter aus, dann weiß man, dass man so eine Mutter gewählt hat und man möchte diese Erfahrung machen. Ja, und dann ist es auch gut, wenn die Mutter sagt, hey, ich brauche das einfach, ich brauche meine Freiheit, ich muss mal weggehen und so, ich bin ja da, aber ich bin auch mal weg. Wenn das wirklich ehrlich ist, wenn das wirklich ihrer ehrlichen Frequenz entspricht, dann ist das Kind damit fein, weil es das ausgesucht hat, es wusste, worauf es sich einlässt. Wenn es aber jetzt eine Mutter aussucht, die eher so ganz behütend ist und Familie und auch und und dann lässt diese Mutter sich vielleicht irgendwie vom Chef überreden. Wir können nicht so lange auf dich verzichten. Du kannst nicht 3 Jahre Elternzeit machen. Du musst schon nach einem Jahr wieder da sein. Und ach, Kita, das haben wir ja hier in der Firma alles. Und den anderen geht es ja auch gut damit und so weiter. Und die Mutter macht das, obwohl es gegen ihre Energie geht. Und unterdrückt vielleicht auch die Gefühle. Dann entsteht da auch beim Kind was ganz anderes draus. Genau. Ja? Also es geht wirklich, weil du gerade sagtest, jeder muss so wissen, wer will ich als Mutter sein? Ja, und aber auch, wer bin ich im Herzen? Vielleicht ist das die bessere Ausdrucksweise. Darum geht es mir natürlich so, dieses, ne, wer bin ich gerade? Ne, also was lebe ich? Ja. Und du hast recht, eigentlich ist es die Frage, wer bin ich als Mutter? Ne? Genau. Was ist meine innerste Schwingung, Frequenz, Energie als Mutter? Bin ich ne, die Behütende oder die da ganz neue Frequenzen mit reinbringt, wie auch immer. Aber wer will ich sein in Zukunft, wenn ich weiß, was ich eigentlich bin? So. Ja, aber gut, dass du das nochmal sagst. Ja, schön. Und was du gerade gesagt hast, schlägt auch nochmal so einen Bogen, der mir vorhin kam, finde ich gerade ganz spannend. Dieses, dass wir uns das ja aussuchen, in welche Familie wir inkarnieren und dass es manchmal eben auch so scheinbare oder wie auch immer so Verstrickungen noch aus früheren Reinkarnationen gibt. Hast ja gerade gesagt, so ne, nochmal ein Hühnchen rupfen und was auch immer. Also das ist mir auch schon begegnet. Vielleicht magst du da auch was dazu sagen, wenn man so in so einer Familienkonstellation oft zwischen Mutter und Kind und dann ist es zum einen Kind, ist es total schön und alles fühlt sich gut an und zu dem anderen Kind spürt sie irgendwie, da ist was und ich kann mit dem nicht und so. Also da fallen manchmal so Ausdrücke, wo du sagst, oh Gott, ne, lass uns mal hinschauen. Was ist da so dein Input noch dazu aus Tekis Sicht oder spiritueller? Ja, also es gibt natürlich Dinge, die sind einfach Herausforderungen auch für uns, an denen wir wachsen dürfen. Und dann gibt es aber auch manchmal wirklich Erklärungen, dass wir sehen, wow, da haben wir noch was aufzulösen. Da hat sich vielleicht jetzt, also es ist nicht unüblich, dass sich auch Seelenverwandte, die vorher in ganz anderen Konstellationen inkarniert waren, dann wieder in einer irdischen Familie treffen und da mal zusammen inkarnieren. Und dann ist vielleicht dieses Kind war früher dein Vater. Genau. Und der hat vielleicht in manchen Situationen überhaupt nicht liebevoll zu dir sein können und jetzt kannst du es irgendwie auch nicht. Also du willst für dein Kind da sein, aber du merkst, ich habe jetzt so einen Widerstand, weil irgendwas in dir sagt, nee,
du hast mich damals im Keller eingesperrt und ich soll jetzt für dich da sein und ich will jetzt schlafen. Ja? Also ist nur auch wieder nur ein Beispiel rausgezogen. Mhm. Es kann solche Konstellationen geben und dann kann man eben das, was da noch hängt, zum Beispiel transformieren. Man kann die Traum transformieren, die damals vielleicht mit dem Vater waren. Man kann die Vergebungsarbeit machen. Man kann dann Frieden damit machen. Und auf einmal sieht man dieses Kind einfach als sein Kind und man sieht nicht mehr, was der irgendwann mal war. Ja, ja. Es kann auch ohne Reinkarnation so sein, einfach nur indem wir bestimmte Muster mitgenommen haben, weil wir selber zum Beispiel immer, wenn wir unartig waren oder gefordert haben, ignoriert wurden, ignorieren wir jetzt auf einmal das Kind, obwohl wir merken, das will ich gar nicht, das leidet ja drunter, aber woher sollen wir die Kompetenz nehmen, jetzt auf das Kind liebevoll zuzugehen und ihm alles zu geben, was es hat, wenn wir diese Erfahrung selber nie gemacht haben? Ja, genau. Ja, also da geht es dann auch darum, sich diese Kompetenzen wirklich, und das können wir eben auch schön mit Tilki machen, über die Quelle einzugeben. Ja. Wir können uns an diese Quantenfelder anschließen, wir können uns innerlich neu programmieren, sodass wir auf einmal Dinge können, die wir bisher nicht konnten. Ja. Was ich aber noch hinzufügen möchte, ist, dass manche Dinge eben tatsächlich auch persönliche Herausforderungen sind. Bei mir war das zum Beispiel so mit dem Schlafmangel. Ja. Also ich wurde schon immer, als ich das erste Mal schwanger war, gefragt, hast du denn vor gar nichts Angst, so dass du als Mutter in irgendwelche schwierigen Situationen kommen könntest? Und ich habe immer gesagt, nö, überhaupt nicht. Das Einzige, wovor ich Respekt habe, ist der Schlafmangel. Mhm. Wenn das Kind nicht durchschläft oder so, dann weiß ich einfach, da gehen mir die Kräfte aus oder die Geduld ist dann oft nicht so da, wenn ich nicht gut geschlafen habe. Und genau so ist es natürlich gekommen, ja, weil komisch. Das war ja meine Herausforderung. Ich hatte dann einfach ein Kind, das, wie du vorhin sagtest, extrem wenig Schlaf gebraucht hat und mich nachts noch alle 2-3 Stunden geweckt hat und gestillt werden wollte und tagsüber auch nicht viel geschlafen hat. Egal, was ich mit dem Kind unternommen habe, ich war fix und fertig, das Kind war immer noch fit. Ja? Mhm. Also die anderen, die haben dann 3 Stunden Mittagsschlaf gemacht, ja. Mein Kind war immer fit. Na, ich weiß, ja, genau, die hatte ich auch, alle 3. Ja. Und natürlich aus meinem Blickwinkel habe ich immer geschaut, was ist das Geschenk, was lerne ich denn jetzt gerade? Und ich habe sehr gelernt zu dienen, selber mal aus dem Weg zu gehen. Ja. Für jemanden da zu sein mit meinen allerletzten Ressourcen und der Quelle zu vertrauen, dass schon noch genug nachkommt. Ja. Es war meine persönliche Aufgabe. Es muss nicht für jede Mutter so gelten. Ja? Mhm. Aber für mich war das ganz, ganz arg heilsam. Ja. Weil ich diesen Weg vorher nie gegangen bin. Ich bin unendlich dankbar für diese Zeit auch. Ja, auch ja, vielen Dank, dass du das mit uns teilst. Das ist echt total schön. Und ich glaube, das ist, klar, ist jetzt dein spezielles Thema, aber da wirklich so hinzuschauen, ne, was lerne ich aus diesen extremen Phasen, wo es irgendwie, ne, gerade um Schlaf, das ist natürlich auch bei den Müttern, die bei mir im Coaching sind, oft ein Thema. Und ich sage mal, lass uns als erstes schauen, ne, wie kann dein Leben aussehen, damit du ein bisschen mehr Schlaf wenigstens bekommst, weil das ist einfach eine Grundvoraussetzung, dass es einem wirklich gut gehen kann. Und aber auch da übers Mindset tatsächlich auch, ne? Weil wenn man immer in diesem, oh Gott, jetzt habe ich wieder nicht geschlafen, oh, jetzt habe ich wieder nicht geschlafen. Ich habe dann irgendwann, ich meine, ich habe 2 Kinder innerhalb von 14 Monaten bekommen. Ne? Ich habe 2,5 Jahre nicht geschlafen quasi. Ne? Oh ja. Und da habe ich irgendwann für mich den Glaubenssatz kreiert, Schlaf wird überbewertet. Weil ich gemerkt habe, dass es halt trotzdem weitergeht und ich trotzdem da sein kann und dass es halt langsamer geht und dass ich dann ne, einfach nicht so viel Programm mache. Und ne, ich habe mit den Jungs, das sind meine beiden Jungs, mit denen habe ich irgendwie fast gar nichts irgendwie an Kursen und düdelt, was ich meine Tochter, die habe ich noch durch alles durchgeschleppt, was es gab irgendwie so. Das habe ich mit den Jungs, sage ich halt einfach zu Hause und habe das irgendwie genossen und dann war ich halt ganz entspannt und dann braucht man ne, ein ganz anderes Level an Schlaf, als wenn man genau. Die ganze Zeit denkt, ich muss noch dies und das und jenes. Und dann schafft man eben auch diese Zeiten und das war für mich der Lernprozess, den ich gehen durfte zu dem Thema. Ne? Zu sagen, hey, dann muss es nicht das volle Programm sein, sondern dann
ne, wurschtelt man sich halt einfach irgendwie durch den Tag, bis man irgendwie wieder ein paar Stunden Schlaf bekommt. Ja, so. Weg von der Perfektion auch, ja. Genau, genau. Genau, 5 gerade sein lassen können. Das habe ich auch noch gelernt am Rande, ja. Ja, das kenne ich auch. Ja, super schön. Vielen Dank. Und das wäre jetzt noch so die allerletzte Frage, die mich jetzt auch interessieren würde, wenn man so viel Einblick hat und diese Tools zur Verfügung hat. Wie lebst du das denn als Mutter im Alltag so mit deinen Kindern? Was gibst du denen da mit davon? Wie leben die das? Also grundsätzlich dadurch, dass ich so schön mit mir gearbeitet habe und so gut aufgearbeitet habe, was bei mir einfach war und natürlich auch mein Mann, wobei bei dem war es weniger als bei mir, ist unsere Familie extrem harmonisch. Also bei uns gibt es tatsächlich keine handfesten Themen, wo man jetzt sagt, Mensch, es geht gar nicht oder Schule oder Krankheit oder sonst was. Das gibt es tatsächlich bei uns fast null. Ja. Und deswegen kommen die Tools bei uns gar nicht so sehr zum Einsatz, wie sie könnten tatsächlich, ja, weil wir sie nicht brauchen. Aber ebenso in kleinen, zum Beispiel sportliche Sachen oder so, wo ich dann einfach sage, jetzt klingst du dich ins Quantenfeld Torkönig ein oder ja, so. Ja? Und dann genau, läuft es dir besser. Oder? Ja, also so spielerische Dinge oder wenn sie keine Lust haben auf Hausaufgaben, okay, Quantenfeld Freude und es geht schnell. Und wie auch immer, ja, und dass ich da einfach spielerisch, also wirklich spielerisch so eingreife und so ein bisschen Tipps gebe oder natürlich auch mal Fremdenergien transformiere, wenn ich merke, die haben jetzt einiges mitgebracht von der Schule oder von irgendwo, wo sie auf Besuch waren, das gibt es auch mal. Das nehme ich dann natürlich auch wahr und kann ich dann sofort was tun. Aber grundsätzlich, auch wenn es abends ums Einschlafen geht oder um Frieden mit dem Bruder oder was auch immer, dann kann ich eher mal irgendwie so einen kleinen Tipp geben und die Kinder sind unglaublich schnell im Begreifen und Umsetzen. Ja. Wir haben jetzt ganz neu mit Svenja, bei der du ja Tiki gelernt hast, und Janine ein Tiki Kids Seminar gerufen. Das startet jetzt im Sommer. Und die Kinder dürfen mit einem Elternteil kommen. Wir starten jetzt mit Kindern von 8 bis 12 und dann kommen die Teens auch dran, die kommen dann ohne Eltern. Das werden wir wahrscheinlich so in der zweiten Jahreshälfte dann umsetzen. Und da lernen die Kinder selber schon, was kann ich mit Tiki machen. Also das ist im Prinzip ein abgespecktes, kindgerechtes Tiki 1 Seminar, das die Kinder machen können. Und wir haben jetzt eben in unserem Probeseminar schon gemerkt, die Kinder sind noch viel genialer, als wir sowieso schon dachten, weil die waren so schnell, die haben das so schnell umgesetzt, die haben auch jede Meditation viel schneller gemacht, als sie von uns angeleitet wurde. Also die sind wirklich, das sind Meister. Und das möchte ich auch wirklich allen mitgeben, dein Kind, das ist schon perfekt. Und oft können wir Erwachsenen von den Kindern viel mehr lernen als umgekehrt. Wir können ihnen noch ein bisschen beibringen, wie funktionieren manche Dinge und so, ja. Aber so das, was sie so mitbringen, das ist oft schon in einer viel höheren Frequenz da und damit auch in einem anderen Verständnisbereich. Und manchmal kann man wirklich richtig beobachten, wie Eltern ihre Kinder reduzieren. Und wenn du erkennst, dass dein Kind schon genial ist und es da frei laufen lässt, dann wirst du sehen, was da sich für ein Potenzial entwickelt. Ja, also wir können sie begleiten, wir können sie unterstützen, wir können Tools geben, aber wir sollten ihnen auch vertrauen. Ja, vielen Dank. Das ist so wichtig. Das kann man gar nicht oft genug sagen und uns da immer wieder dran erinnern, weil es sind ja auch noch diese, ne, kollektiven Glaubenssätze, ich muss das Kind erziehen und irgendwie ihm zeigen, wie es geht. Und dabei können wir so viel, wie du gerade gesagt hast, davon lernen. Gerade auch über, wie die Welt funktioniert, weil sie uns komplett neue Perspektiven aufzeigen können. So, und manchmal ist das ein bisschen schmerzhaft, wenn meine Tochter da so Prozesse zum Thema Schule und so durchgemacht, wo es auch bei mir eine Weile gedauert hat, bis ich es verstanden und dann wirklich loslassen konnte irgendwie, ne? Und jetzt eine ganz andere Einstellung dazu habe und das ist so befreiend. Und da durfte ich einfach auf meine Tochter hören und zu sagen, ja, Schule muss nicht so sein, es kann auch ganz anders laufen. Und dann ist es für alle einfacher. Ja. Super schön. Vielen Dank.
Sandra, du hast jetzt gerade schon erzählt von dem Teki Kids. Da bin ich auch mit Svenja mal wieder mal so im Hören und im Kontakt und so. Und da haben wir auch vor, vielleicht dann speziell, wenn das sich ein bisschen etabliert hat, auch nochmal eine Folge dazu zu machen, wie da so die Erfahrungen sind, was dabei rauskommt und so. Also finde ich super, super genial und freue mich total, dass ihr das auf den Weg gebracht habt. Aber wenn man jetzt sagt, so, wow, Teki, ne, klingt mega, wie kann man es bei dir lernen? Was hast du so ganz grob mal? Du hast es ja wahnsinnig viel, aber so vielleicht kurz mal angerissen, was man bei dir machen kann. Also alles startet mit dem Teki 1 Basisseminar und das gibt es bei mir in Präsenz mehrmals im Jahr und auch online. Da kann man jederzeit sofort starten. Vielleicht darf ich dir einfach nachher meine Links schicken. Dann auf jeden Fall, wenn wir alles verlinken in den verlinken. Shownotes. Also die Homepage ist einfach teki.eu und von dort aus wird man auch überall hingeführt. Ich habe einen sehr umfangreichen YouTube-Kanal, wo die ganzen Podcasts, Videos, Interviews, alles drin sind. Wer einfach erstmal noch ein bisschen mehr über Teki hören möchte und das Buch Teki, entwickle dich, bietet einen sehr schönen Einblick schon mal in die Methode und man kann auch selber schon mal damit üben. Also je nach Geschmack, ob man sagt, ich will lieber noch mal was angucken, anhören oder ich will lieber lesen oder ich will gleich durchstarten, ist alles möglich. Und ab Teki 1 stehen eben auch einige weitere Seminare dann zur Verfügung. Man kann in die Ahnenarbeit mehr rein, man kann in die Seelenarbeit mehr rein, man kann in den Beziehungsbereich, in den Gefühlsbereich, man kann Hand auflegen dazu lernen. Also es ist alles da und also über die Jahre, ich muss wirklich sagen, es gibt nichts, was ich irgendwo gehört oder gesehen hätte, was wir nicht mit Teki schon machen oder gemacht haben. Das da geht mir auch immer so, wenn ich irgendwo was höre, wieder von der Methode XYZ und so, dann sage ich immer, ja, aber Teki ist das doch auch drin. Immer schon, genau. Kann ich schon. Und deswegen, also es ist wirklich ein sehr umfassendes und auch sehr einfaches, direktes Konzept und daher wirklich für jeden Menschen geeignet. Ja, genau. Und auch gar nicht unbedingt nur, wenn man jetzt so wie ich dann als Coach damit arbeiten will, sondern eben auch, wenn man es wirklich nur für sich selber anwenden möchte, um irgendwie für sich da einfach ein, ja, wie du sagst, so ein Leben zu erschaffen, gerade ein Familienleben, ne, was ohne große Themen irgendwie auskommen darf und was eben leicht und freudvoll und mit Spaß irgendwie sein kann. Ja. Ja, und es geht um das eigene Meistersein, weißt du, und gerade auch wenn du, weil du das gerade so schön anreißt, auch wenn du jetzt sagst, ja, aber ich bin ja in Anführungszeichen nur Mutter und will nur nach meinem Kind gucken, weil da manche Dinge nicht glatt laufen. Ja, dann ist genau das dein Einstieg, dann ist genau das richtig. Und so viele Termine kann man gar nicht machen, wie es zu Hause Situationen gibt, weil das sind manchmal ganz kleine Situationen. Da würde man nie einen Termin deswegen machen und irgendwo dafür Geld ausgeben. Aber wenn du das Werkzeug hast, dann kannst du am Mittagstisch, beim Einschlafen, unter der Dusche, egal wo, kannst du immer auf einmal was erkennen und direkt wirken. Ja, ja. Also du bist einfach wirklich rundum Schöpfer in deinem Leben und das ist mit, ja, einfach genial. Ja. Ich bin selber immer noch so begeistert. Dich auch. Also kann ich wirklich gut verstehen und es ist wirklich ein großes Geschenk, dass du das so empfangen und reaktiviert oder dich daran erinnert hast, wie du es vorhin so schön gesagt hast oder vielleicht auch doch irgendwo mitentwickelt hast, auf jeden Fall es zu Papier gebracht hast und in Struktur gebracht hast, sodass wir es wieder auch für uns im erinnern dürfen. Also wirklich vielen, vielen Dank dafür. Ja, dann kommen wir zu meinen letzten beiden Fragen. Die sind immer die gleichen. Und die erste ist, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten? Ich bin unglaublich dankbar, einfach nur hier sein zu dürfen, diesen Prozess miterleben zu dürfen. Und dann die Tatsache, mir wirklich mein eigenes Leben erschaffen zu haben, nicht da stecken geblieben zu sein. Und das Dritte sind definitiv meine Kinder, meine wundervolle Familie. Also ja, auch wenn ich weiß, wir sehen uns in anderer Form immer wieder mal. Und das muss nicht immer die Mutter-Kind-Konstellation sein, aber ich finde es einfach wunderschön und so göttlich, so zusammenleben zu dürfen. Ja.
Wow, voll schön, danke. Und meine Schlussfrage, wir haben ja schon wahnsinnig viel, glaube ich, an coolen Botschaften jetzt nochmal so rausgegeben an die Mamas, aber die Schlussfrage ist immer, was ist denn so deine allerwichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen? Ganz klar, hör auf dein Herz. Ja. Hör auf dein Herz. Dein Herz zeigt dir immer den richtigen Weg, auch unabhängig von deinen Kindern. Aber gerade wenn es um die Kinder geht und gerade wenn man in Situationen ist, wo man vielleicht sich hilflos fühlt oder wo man gar nicht weiß, was soll ich jetzt machen und das Kind ist vielleicht noch ganz klein, hör auf dein Herz. Hör nicht auf das, was andere sagen, egal wie viele Titel sie haben, egal was medizinisch vielleicht angesagt ist. Hör auf dein Herz und wenn es sich für dich nicht richtig anfühlt, also wenn es da irgendwie so zugeht oder ein Stein auf der Brust zu liegen scheint, dann ist es nicht wahr. Mhm. Auch wenn es in dieser Gesellschaft vielleicht noch als Wahrheit gilt, es ist dann nicht wahr und dein Herz ist weit über diese Gesellschaft hinaus mit der göttlichen Weisheit verknüpft. Und wenn du auf dein Herz hörst, wirst du immer das Richtige tun. Hör auf dein Herz, meine wichtigste Botschaft. Wunderschön und so wahr, ja. Liebe Sandra, vielen, vielen Dank für deine ausführliche Zeit. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich lasse mich immer floaten, bis irgendwie alles gesagt ist, was ich glaube, ja, was in diesem Gespräch jetzt gesagt werden musste. Vielen Dank, es steckten so viele heilsame, wichtige Informationen und Botschaften drin und ich wünsche mir, dass es viele Mamas hören und sich davon jetzt so leiten und führen lassen und vielleicht den Weg zu dir, zum Teki, zu mir in die NOS-Sitzung erstmal oder wie auch immer finden, um da wirklich ja, diese Verbindung wieder herzustellen und sich ja an ihr Herz zu erinnern und an alles, was da möglich ist und ihr Leben wieder zu gestalten. Vielen Dank, dass du uns die Werkzeuge dafür bereitet hast. Ganz, ganz herzlichen Dank, Susanne, für das wirklich so schöne Gespräch. Ich finde auch, da war so viel Wichtiges drin und es ist so rund jetzt auch am Ende, dass ich das Gefühl habe, dieses Package können wir so rauslassen. Danke für deine Einladung, für deine unglaublich tolle Arbeit hier auch mit diesem Podcast, der so wichtige Themen der heutigen Zeit aufgreift. Also ganz großes Kino. Dankeschön. Danke dir und bis bald. Tschüss. Tschüss.